steht bei dir heute an? Notaufnahme. Warum machst du so ein Gesicht? Mit Dr. Stein. Das letzte Mal hat er mich nur rumgescheucht. Und warum? Ja, was weiß ich, weil er der Herr Oberarzt ist? Vielleicht nimmt er mir immer noch übel, dass ich mich auch auf den Chefarztposten beworben habe. Keine Ahnung. Seit ich schwanger bin, sehe ich alles etwas gelassener. Irgendwie bist du doch auch schwanger. Ja, aber so richtig sieht man noch nichts. Dafür fühle ich es umso mehr. Ja, wirklich? Ja. Danke. Eine Stunde 35. Persönliche Bestzeit. Ist trotzdem ein bisschen spät. Ja, ich weiß. Ein volles Programm, oder? Ja, allerdings. Die Nasenbegradigung musste ich für heute Nachmittag einschieben. Es wäre sonst erst wieder in 4 Wochen gegangen. Und Frau van der Velde nehmen wir uns gleich vor? Ja, die müsste jeden Moment kommen. Also, bitte, beeil dich. Nach den Schlupfliedern heute sind wir mit unserem Gesamtwerk van der Velde durch. Das glaubst du selber nicht. Das kennst du doch. Da fällt doch immer wieder was ein. Hendrik, nein! Du bist mit dem Messer abgerutscht. Hast du das gar nicht gemerkt? So ein kleiner Ritzer klebt das einfach. Nein, der Schnitt ist viel zu tief. Das muss bestimmt genäht werden. Guten Morgen, Dr. Kaminski. Guten Morgen. Ich möchte gern mit Ihnen die Laser-OP durchgehen. Die ist doch für übermorgen angesetzt. Oh, wie schrecklich. Noch 52 Stunden, in denen Sie sich unnötig verrückt machen können. Dabei habe ich unter Ihrer sanften Führung eigentlich gar nichts zu befürchten. Schießen Sie los, aber zielführend. Ich muss gleich weiter. Ja. Hier steht, dass dieser Eingriff nicht geeignet ist, wenn trotz PE ein bösartiger Tumor nicht ausgeschlossen werden kann. In so einem Fall ist eine elektrische Hobelung angeraten. Ja. Diese Dinger klingeln immer im unpassendsten. Entschuldigung. Was willst du? Kannst du auftreten? Warum rufst du keinen Rettungswagen? Ist ja gut, ich komme. Ja, ich komme. Wo bist du? Wo? Fabian. Fabian. Genau. Das hier ist wichtig. Mit 0,08 Millimetern ist die Eindringtiefe sehr gering. Was ist denn? Mein Sohn ist vom Sofa gefallen. Und die Taxi-Innung scheint einen Betriebsausflug zu machen. Ja, soll ich Sie fahren? Ich habe gleich Feierabend. Das wäre nett. Nicht viel los heute. Ja, ist doch schön. Dann muss ich Sie nicht herumscheuchen. Tag, ich bin Dr. Stein. Kann ich Ihnen helfen? Geiz, guten Tag. Mein Mann hat sich geschnitten, die Wunde. Die Wunde ist nicht besonders tief. Das schaue ich mir mal an. Kommen Sie mit. Das sollten wir operativ versorgen. Die Sehne scheint mir verletzt. Wie sieht's denn mit der Tetanus-Immunisierung aus? Ja, natürlich bin ich geimpft. Aber sehen Sie mal, ich kann die Finger bewegen. Verbinden reicht doch. Mein Mann müsste dringend zurück in unsere Klinik, ja. Aber wenn operiert werden muss, dann muss das eben sein. Sie sind Arzt? Ja, ich bin plastischer Chirurg. Meine Frau ist eine hervorragende OP-Schwester. Eigentlich hätte sie das machen können. Naja, ich wollte einfach sicher sein, dass die Verletzung richtig versorgt wird. Gute Entscheidung. Kümmern Sie sich bitte schon mal um das Blutbild. Kann ich dich denn allein lassen? Ja, natürlich. Dann fahre ich schon mal vor und verschiebe unsere Termine. Sind Sie sicher, dass das der richtige Weg ist? Ja. Und Sie meinen, dass wir Ihren Sohn hier finden? Dr. Kaminski, wenn Sie mir keine Antwort geben, dann bleibe ich einfach stehen.
Also, was will Ihr Sohn hier? Keine Ahnung. In Erinnerungen schwelgen. Was meinen Sie damit? Mein Sohn lebt lieber in der Vergangenheit als im Jetzt. Nun fahren Sie schon. Wann haben Sie das letzte Mal mit Fabian gesprochen? Vor einer halben Stunde. Sie wissen, was ich meine. Man sollte niemanden zu seinem Glück zwingen, auch Söhne nicht. Wollte er keinen Kontakt? Und wenn, dann nur, um mich mit Vorwürfen zu überschütten. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schmerzhaft. Ach, keine Sorge. Ich gehöre nicht zu der Sorte Arzt, der als Patient jammert. Wie alt sind Sie, Dr. Stein? Die Blutwerte. Legen Sie bitte dahin. 45. Aha. Dann haben Sie sich insgesamt eigentlich sehr gut gehalten. Allerdings, Ihre Lachfalten ließen sich durch eine leichte Hautstraffung eigentlich ganz einfach beheben. Manche Menschen möchten eben in Würde altern. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Dr. Stern, sehen Sie doch mal bitte. Ihre Blutwerte sind sehr auffällig. Waren Sie in letzter Zeit mal krank? Nein. Allerdings trainiere ich sehr intensiv Langstreckenlauf. Wie oft? 3-mal die Woche. Halbmarathon. Schließlich bin ich es unseren Patienten schuldig, dass ich meine äußere Form wahre. Muss ja sehr anstrengend sein, der Beruf des plastischen Chirurgen. Ich kann eigentlich nicht klagen. Wir sehen uns im OP. Die Schwester wird sich um Sie kümmern. Bis später. Assistieren Sie mir. Ziemlich einsam hier. Was ist das für eine Hütte? Hier habe ich mit meiner Frau und den Kindern so manches Wochenende verbracht. Und Ihr Sohn ist hier? Zumindest hat er das gesagt. Fabian? Fabian! Fabian, mach auf! Was ist passiert? Ich bin gestürzt. Warum haben Sie nicht gleich einen Krankenwagen gerufen? Er ist nicht versichert. Oh, tut das weh? Sie? Dr. Eichhorn, Sie war so freundlich, mich herzufahren. Lassen Sie mich mal. Wo haben Sie Schmerzen? Im Fuß. Na! Sieht so aus, als ob der Knöchel gebrochen ist. Wir müssen Sie in die Klinik bringen. Denken Sie, Sie können aufstehen? Herr Kollege! 1, 2, 3! Hier ist die verletzte Sehne. Die Sehnenenden stellen sich gut dar. Ein Glück für Herrn Galz. Da kann er bald wieder Lachfalten straffen. Haben Sie was gegen plastische Chirurgie? Es gibt durchaus medizinische Indikationen, Brandverletzungen zum Beispiel. Ja, ja. Aber die Realität sieht doch anders aus. Da werden Brüste vergrößert, Lippen aufgespritzt, Haare implantiert. Eine einzige Geldmacherei. Ich sehe mich als Künstler. Und wie anderen Künstlern auch geht es mir in erster Linie um Schönheit. Ich verstehe das nicht. Spritzen Sie sofort was nach. Wie weit sind Sie? Bleiben Sie ganz ruhig. Sie werden gleich wieder einschlafen. Schon gut. Es tut nicht weh. Sie haben keine Schmerzen? Ich habe Ihnen doch gesagt, das ist kein Schnitt, das ist ein Ritz. Seltsam. Kein Schmerzempfinden. Vielleicht war er gar nicht richtig wach. Dafür hat er viel zu klar gesprochen.
Lassen Sie uns erstmal die OP beenden. Dann sehen wir weiter. Glücklicherweise ist es ein sehr einfacher und nicht verschobener Bruch. Trotzdem, es war gut, dass du mich angerufen hast. Das wird sich erst noch ausstellen. Natürlich, du hättest auch auf deinen Händen zurück in die Stadt laufen können. Glaub mal bloß nicht, dass ich auf dich angewiesen bin. Ich hätte das Geld für die Behandlung schon irgendwie aufgetrieben. Ach so? Du hast dein Leben im Griff? Na ja, dann kann ich wieder gehen. Ja, verzieh dich! Herr Althaus, Ihr Vater hat sich... Lassen Sie es gut sein. Ich sollte meinem Sohn den Gefallen tun und seine Vorurteile erfüllen. Frau Dr. Eichhorn würde ich weiter behandeln. Gucken Sie nicht so, ich werde Sie natürlich dafür bezahlen. Hier, die Frau Dr. Eichhorn behandelt. Haben Sie schon ein Screening gemacht? Ja, hier sind die Werte. Da, Acetylmorphin. Was kommt das denn da rein? Wir haben Heroin in Ihrem Blut festgestellt. Gegen die Entzugserscheinung bekommen Sie Methadon. Schwester Yvonne wird Ihnen eine Schiene anlegen. Und richten Sie meinem Vater aus, ich danke ihm für seine selbstlose Hilfe. Der Artikel über dich ist endlich drin. Und wann wirst du entlassen? Keine Ahnung. Heute bestimmt nicht. Dann musst du den Ärzten sagen, dass du keine Zeit hast, hier länger rumzulegen. Die Zeit sollte sich ihr Mann nehmen. Wieso? Offenbar leidet er an einer starken Sensibilitätsminderung in seiner Hand. Das nehmen wir jedenfalls an, weil sie während der OP aufgewacht sind und trotzdem keine Schmerzen hatten. Davon hast du mir ja gar nichts erzählt. Wie ist sowas möglich? Bei den schlechten Blutwerten ihres Mannes haben wir versucht, die Narkose so flach wie möglich zu halten, um ihn zu schonen. Es war sogar gut, dass sie aufgewacht sind. Nur so konnten wir feststellen, dass es ein Problem gibt. Wir sollten ein ENG, einen Nervenleitfähigkeitstest machen. Dafür müssten Sie aber noch bei uns bleiben. Und unsere Klinik? Meine Patienten warten auf mich. Darf ich? Spüren Sie das? Nein. Und deswegen sollten wir der Sache auf den Grund gehen. Frau Geiz, warten Sie. Ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich habe aber noch ein paar Fragen an Sie. Ihr Mann hat behauptet, kerngesund zu sein. Dann wird das wohl stimmen. Ist Ihnen in der letzten Zeit irgendwas aufgefallen? Zum Beispiel? Gibt es Anzeichen für Diabetes, häufiger Harndrang, Kreislaufprobleme? Nein. Hatte Ihr Mann schwere Infektionen oder irgendwas anderes, was die Gefühllosigkeit erklären könnte? Ich hätte mich wohl darum gekümmert, wenn mir etwas aufgefallen wäre. Verletzt er sich öfter? Wie meinen Sie das? Naja, der Schnitt ist tief und an einer Stelle, wo man vermuten könnte, er hätte es vielleicht mit Absicht gemacht. Was wollen Sie damit sagen, Herr Dr. Brentano? Ich war dabei, als es passiert ist. Es war ein Unfall. Mein Mann und ich, wir führen ein glückliches und überaus erfolgreiches Leben. Das scheint Ihnen ja besonders wichtig zu sein. War es das jetzt? Ja, vielen Dank. Ein Arzt als Patient mit einer Krankenschwester als Frau. Das schreit nach Komplikationen, das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Sie wissen natürlich alles. Oh, nicht alles. Elena, was machst du denn noch hier? Du hast schon lange Feierabend. Ich habe einen kleinen Ausflug in den Wald gemacht mit Dr. Kaminski und deinem Auto. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Sein Sohn Fabian lag da in einer Hütte und hatte den Knöchel gebrochen. Und da Dr. Kaminski zurzeit nicht Auto fahren darf, da... Hast du ihn gefahren? Ja. Wenn ich helfen kann, tue ich das gerne. Hm. So gut. Ja, deswegen brauche ich jetzt deine Hilfe. Aha. Und wobei? Bei einem gemütlichen Sofaabend mit ganz vielen total ungesunden Knabbersachen. Oh, will jemand über die Stränge schlagen? Das geht viel besser mit dir. Morgen, Herr Althaus. Nun. Wie fühlen Sie sich? Mein Bein geht's gut. Das freut mich.
Hier, ihr Methadon. Na, ekelhaft. Dann bekommen Sie auch hinterher einen Saft. Und wie geht's Ihnen so? Das Bett ist weich, das Frühstück ist lecker. Und wenn Sie sich jetzt noch einen Bikini anziehen und mir einen Daiquiri bringen, dann ist der Urlaub perfekt. Sie klingen wie Ihr Vater. Im Ernst, wollen Sie telefonieren? Vielleicht macht sich irgendjemand Sorgen. Sind Sie wirklich so naiv? Ihre Freundin vielleicht? Meine Freundin. Meine Freundin sitzt jetzt zu Hause mit einem reichen Banker. Tut mir leid. Ich bin nicht versichert. Können Sie sich Mitgefühl überhaupt leisten? Wie sieht's mit Ihrem Arbeitgeber aus? Der hat mich schon vor Monaten gefeuert. Weiß Ihr Vater das? Hören Sie, wenn Sie schon mal hier sind, wäre das eine gute Möglichkeit, sich mit ihm auszusprechen. Per Telefon? Oder soll ich ihm vielleicht ein Postkärtchen schicken? War er noch nicht wieder hier? Er hat viel zu tun. Ich piep ihn mal an. Sie sind wirklich so naiv. Wir haben die Ursache für einen Galt-Sensibilitätsstörung noch nicht feststellen können. Die Wunde? Halt leider nicht so, wie wir uns das vorstellen. Dr. Galt, was tun Sie da? Ich packe. Sie wollen die Klinik verlassen? Wir haben es erfasst. Das ist nicht empfehlenswert. Hören Sie, andere haben vielleicht Freude daran, untätig herumzuliegen, aber ich habe Termine. Das ENG zeigt, dass ein schweres neurologisches Problem vorliegt. Ich sehe, sind Ihre Entzündungsparameter über Nacht gestiegen, Dr. Galt. Aber ich fühle mich wohl und ich bin meinem Ruf verpflichtet. Meine Patienten, die kommen aus ganz Europa angereist. Bitte seien Sie doch vernünftig. Hier, meine Unterschrift, alles auf eigene Verantwortung. Sie sind aus dem Schneider. Können Sie natürlich gehen. Wenn Sie das jetzt tun, bringen Sie sich in große Gefahr. Ihr Immunsystem wird offenbar mit der Entzündung in der Hand nicht fertig. Die Antibiotika schlagen nicht an. Sie müssen hier bleiben, damit wir eine Lösung finden können. Ja, darf ich? Jetzt sagen Sie nicht wieder, dass Sie das gleich gewusst haben. Wenn man keinen guten Vater hat, soll man sich einen anschaffen. Wer sagt das? Nietzsche. Nur leider nicht verraten, wie man das macht. Sie glauben, dass Sie einen schlechten Vater haben? Er denkt nur an sich. Deswegen mussten meine Schwester und meine Mutter sterben. Soweit ich weiß, war das ein Unfall. In der Nacht, in der unser Haus gebrannt hat, war er bei seiner Geliebten. Ja, es war ja auch sicher vergnüglicher, als zu Hause Leute aus dem Feuer zu holen. Da staunen Sie, was? Sein Fingerkerl, unser Dr. Rolf Kaminski. Sie haben mich gerufen? Ja. Was gibt es? Ihr Sohn möchte Ihnen... Nein, am besten sagt er es Ihnen gleich selbst. Gibt es ein medizinisches Problem? Nein. Die Fraktur haben Sie soweit im Griff? Schon. Also aber dann. Nein, bitte warten Sie. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Sohn. Sie können doch nicht einfach so tun, als wären Sie Fremde. Also, Fabian, was bedrückt dich? Das interessiert dich doch eh nicht. Statt meiner Arbeit nachzugehen, sitze ich hier bei dir auf dem Bett. Ich finde, das ist genug Zeichen meines guten Willens. Deines gut... Ich pfeife auf deinen guten Willen. Das machst du doch sowieso nicht meinetwegen, sondern nur, um sie zu beeindrucken. Auch mit ihrer Begabung fürs Zwischenmenschliche kommt man hier nicht weiter. Bitte unterlassen Sie in Zukunft diese Vermittlungsversuche. Ich werde nochmals mit ihm sprechen. Sinnlos. Sinnlos! Was ist denn? Nichts, gar nichts. Es ist eine Luft da drin. Du blühst ja. Ach, Quatsch. Vielleicht solltest du heute nicht weitermachen. Was machst du denn da? Wieso denn?
Du willst doch dauernd, dass ich im OP stehe und Geld verdiene. Henrik, was soll das? Entschuldige. Ich glaub, dieses Rumding im Krankenhaus ist mir nicht gut bekommen. Ich habe nur noch negative Gedanken. So, was ist jetzt? Jetzt haben wir ein Beratungsgespräch. Henrik, oh Gott, Schwester Doris, ein Krankenwagen, schnell! Henrik! Was ist passiert? Mein Mann hatte einen Kreislaufzusammenbruch und er hat Fieber. Wahrscheinlich hat sich die Wunde entzündet. Mein Kreislauf ist einfach im Keller nach dem ganzen Tag im Bett gestern. In den Behandlungsraum. Er bekommt 10 Milligramm Fibamol und hängen Sie noch eine Infusion dran. Die Wunde ist schon sehr stark entzündet. Und hier eine beginnende Lymphangitis. Ja, die Lymphknoten sind geschwollen. Gut, dass Sie sofort gekommen sind. Eine Blutvergiftung? Wir müssen von einer Sepsis ausgehen. Wir bringen Sie gleich in die ITS. Ja. Ich glaube, hier kannst du jetzt nichts mehr für mich tun. Ich bleib hier. Nein, geh ruhig in die Klinik und kümmere dich drum. Hier ist dir doch wichtig. Aber nicht so wichtig wie du. Du könntest auch hier essen. Ich muss noch in meine Praxis, danke. Herr Kollege, bitte sprechen Sie mit Ihrem Sohn. Ich habe mich doch deutlich ausgedrückt, also bitte halten Sie sich zurück. Wohl einen schlechten Tag gehabt, was? Ich dachte, Kaminski frisst dir aus der Hand. Wenn es um seinen Sohn geht, offenbar nicht. Komm. Ich lade dich ein. 2 Kaffee, bitte. Er wird schon wissen, warum er nicht über seinen Sohn reden will. Aber er ist der Vater. Er ist vor allem eins, Kaminski. Ich weiß, dass du nicht viel von ihm hältst, aber ich will einfach nicht, dass er einen Fehler macht, der sich nicht mehr gut machen lässt. Ist dir mal in den Sinn gekommen, dass er vielleicht auch recht haben könnte? Er kennt seinen Sohn am besten. Das heißt aber noch nicht, dass er das Richtige tut. Sein Sohn ist alt genug. Er kann sein Leben selbst bestimmen. Fabian nimmt Drogen. Er ist verzweifelt. Dass er seinen Vater überhaupt angerufen hat, das ist ein Hilferuf. Interpretierst du da nicht ein bisschen viel hinein? Er hatte sich doch nur ein Bein gebrochen. Vielleicht hast du recht. Vielleicht auch nicht. Flugzeug. Du hast nur geträumt. Eine Privatmaschine. Innen alles ganz edel. Ledersitze, Champagner. Ich soll mitfliegen. Irgendwohin in die Nacht. Und plötzlich kommt der Steward und will mein Ticket sehen und dann öffne ich die Tasche und da drin sind nur Nasen. Lauter wunderschöne, klassische Nasen. Da lacht der Stuart und alle anderen lachen mit, als ob ich der letzte Idiot wäre. Reg dich nicht so auf. Und dann fragt mich der Stuart, ist das alles, was Sie zu bieten haben? Und dann lässt er mich in den Frachtraum schmeißen und da sind lauter Spinnen und Maden. Du hast das nur geträumt. Ja, ein Traum. Die Überlebenswahrscheinlichkeit bei einer schweren Sepsis liegt bei höchstens 50%. Das ist nur eine Statistik. Du wirst das schaffen. Und wenn nicht? Was habe ich denn in meinem Leben geleistet? Ha? Ach, Henry. Mein großer Künstler. Du hast so viele Menschen glücklich gemacht. Ja, Menschen. Menschen, die nur unglücklich sind, weil sie sich langweilen und weil sie alles haben. Jetzt rede doch nicht alles klein, was wir zusammen aufgebaut haben. Ja, nur weil du so an dem Luxus hängst. Ist doch alles so sinnlos. Wir kommen alle so sinnlos vor. Ich verstehe nicht, warum die Antibiotika nicht anschlagen.
Vielleicht sollten wir das Medikament wechseln. Aber wir wissen immer noch nicht, was eigentlich los ist. Warum entzündet sich ein sauberer Schnitt? Ich glaube nicht an einen Zusammenhang zwischen der Entzündung und der Gefühllosigkeit. Wir sollten die Wunde öffnen, eine Gewebeprobe entnehmen und dann entscheiden. Dann breiten sich die Bakterien noch schneller aus. Das würde alles verschlimmern. Ich habe Fälle erlebt. Ich auch. Gerade letzte Woche die nekrotisierende Fasziitis. Dr. Brentano, wir wechseln das Medikament. Kein Fieber, Blutdruck in Ordnung. Ausgezeichnet. Haben Sie noch mal mit meinem Vater gesprochen? Ja, ich hab's versucht. Ich glaube, er kann es einfach nicht ertragen, dass Sie ihm Vorwürfe machen. Sie erinnern ihn an Zeiten, an die er einfach nicht erinnert werden will. Soll ich jetzt auch noch Verständnis für ihn haben? Idealerweise würden Sie beide versuchen, einander zu verstehen. Er will doch noch nicht mal mit mir in einem Raum sein. Geben Sie ihm noch ein bisschen Zeit. Haben Sie Geduld. Wann kann ich raus? Morgen? Warum nicht heute? Ich bin doch okay. Sehen Sie, das Gewebe lässt sich Schicht für Schicht abtragen. Waren Sie bei Fabian? Er ist noch da. Entschuldigen Sie, Herr Althaus, er ist verschwunden. Er hat das Krankenhaus verlassen? Wir haben ihn überall gesucht, nur das haben wir gefunden. Danke für die Information. Danke, Schwester. Also, Sie verletzen dadurch keine Strukturen. Ja, was ist denn? Jetzt ist Schluss. Ja, aber wieso? Jetzt wird es erst spannend. Ihr Sohn... hat das Krankenhaus verlassen, na und? Haben Sie gesehen, wie er aussieht? Wie jemand, der es weit gebracht hat in seinem Leben. Weit nach unten. Die Blutwerte zeigen, dass Ihr Sohn Drogen nimmt. Wir haben Acetylmorphin in seinem Blut nachgewiesen. Wer hätte das für möglich gehalten? Sein Gesamtzustand. Einstichstellen sogar am Fuß. Das deutet auf eine schwere Abhängigkeit hin. Schlimme Sache. Seine Freundin hat ihn verlassen. Sein Arbeitgeber hat ihn rausgeschmissen. Er hat niemanden mehr. Niemanden außer Ihnen. Mein Sohn will nicht, dass ich ihm helfe. Das haben Sie selbst gehört. Glauben Sie es wirklich? Ich dränge mich niemandem auf. Das ist doch nur eine Schutzbehauptung. Ich weiß, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Sie haben noch eine Chance, alles zum Guten zu wenden. Ich habe ihn verloren seit dem Moment, als er meinen Namen abgelegt hat. Wenn Sie bereit sind, über Ihre OP zu sprechen, melden Sie sich. Die Werte haben sich nochmal verschlechtert, trotz des neuen Antibiotikums. Dr. Steiner recherchiert gerade Optionen, die wir noch haben. Dr. Brentano, ich bitte Sie. Als wir damals in Brasilien waren, da konnten wir auch nicht jeden retten. Aber das lag an unserer mangelnden Ausrüstung damals. Aber heute und hier... Sie waren in Brasilien? Ach, das ist schon lange her. Fast 20 Jahre. Wir haben nach dem Studium damals in einem Armenhospital gearbeitet. Nein, das kann eigentlich nichts mit dem Zustand Ihres Mannes zu tun haben. Aber denken wir mal weiter in diese Richtung. Was ist mit einer Krankheit, die hier nur selten vorkommt? Vielleicht atypisch für Deutschland ist. Ihre Patienten, kommen die auch aus dem Ausland? Ja, sicher. Vielleicht hat sich Ihr Mann bei einem von Ihnen angesteckt. Man müsste mal die Anamnesebögen Ihrer Patienten durchgehen.
Das mache ich, das schaffe ich schon. Ich bin OP-Schwester. Wenn ich was gefunden habe, dann rufe ich Sie sofort an. Gut. Fabian Althaus, Nachrichten bitte nach dem Pfeifton. Fabian, hier ist dein Vater. Ich bin der Meinung, wir... Rufen Sie mir bitte ein Taxi? Ja. Was meinte denn Fram eigentlich mit dem Spruch über Alternativmedizin? Haben Sie sich etwa auf diesen Hokuspokus... Danke, hat sich erledigt. Bringt das denn was? Noch nicht, aber bei Akupunktur muss man etwas Geduld haben. Danke. Richtung Espenheim, bitte. Ja, der hat's aber eilig. Das war die letzte Krankenakte. Nichts. Keine Spur. Nirgends. Wir können nichts mehr tun. Manchmal entscheidet sich der Körper, nochmal alle Register zu ziehen. Ich habe da oft schon Überraschungen erlebt. Mein Mann ist nicht so stark, wie er tut. Sagen Sie mal, Ihr Brasilienaufenthalt, wie lange ist der her? 20 Jahre? 18. Warum? Sie sagten doch, das hat nichts mit Henriks Zustand zu tun. Mir kommt das gerade so ein Verdacht. Ich rufe zurück. Ich habe gerade noch mal nachgesehen. Bei den Antibiotika gehen uns langsam die Optionen aus. Ja, das war zu erwarten. Was ist los? Wonach suchen Sie? Moment, ich hab's gleich. Ausbruch nur bei geschwächtem Immunsystem. Inkubationszeit bis zu 20 Jahre. Das ist es. Guten Tag, Dr. Brentano von der Sachsenklinik. Wie lange dauert bei Ihnen ein PCR-Test? Ja, wir haben hier einen Verdacht auf Lepra. Gut, ich schicke Ihnen die Probe so schnell wie möglich rüber. Lepra? Das ist aber extrem unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kann ein bisschen dauern. Fabian? Ach, nee. Kuchen habe ich vergessen, aber vielleicht machst du uns ja eine Tasse Kaffee. Schatz, noch ein Wunsch. Die Trotzphase hat man mit 4 hinter sich. Trotz, so bleibt dir der Sieg. Oh, man liest Heppel. Diese Menge wird dein Körper nicht vertragen, oder soll das dein goldener Schuss werden? Was kümmert's dich? Du bist mein Kind. Und ich bin hier, um dir zu helfen. Thomas, vielleicht hältst du mich heute davon ab. Oh, was ist mit morgen? Oder übermorgen? Hm? Du bist ein freier Mensch. Vielleicht ist das ja deine Art der Rache. Schade. Kaffee haben wir schon lange nicht mehr zusammen getrunken.
Warten Sie noch. Dr. Galz hat in Brasilien lange Zeit Leprakranke behandelt. War somit auch dem Erreger ausgesetzt. Die Inkubationszeit kann bis zu 20 Jahre betragen. Ich würde diese Blutprobe gerne testen lassen. Aber natürlich sind Sie der Oberarzt, Sie entscheiden. Hätte ich mir denken können. Falsch gedacht. Ich würde das persönlich ins Labor bringen, damit die sich auch wirklich beeilen. Schließlich bin ich ja der Oberarzt. Kollegin? Sie sind bei Ihrem Sohn. Womit kann ich dienen? Was wird aus unserer OP? Er zieht es vor zu sterben. Hindern Sie ihn daran. Bringen Sie ihn her. Er wird überleben. Papa. Sterben. Bleib liegen, du schaffst nicht. Bleib liegen, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich muss dir was geben. Ich muss dir was geben, damit sich die Opiate nicht an deine Rezeptoren andocken. So. Das Gift kann ja nichts mehr anhaben. Alles wird gut. Alles wird gut. Dass Sie mich gleich angerufen haben. Dr. Stein ist aber noch nicht aus dem Labor zurück. Wie stehen die Chancen, dass Sie recht haben? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir müssen abwarten. Lepra. Das bekommen doch nur Kranke und Unterernährte. Ihr Mann trainiert extrem viel. Dreimal die Woche Halbmarathon, das schwächt das Immunsystem. Und? Der Test war positiv. Ihr Mann ist tatsächlich an Lepra erkrankt. Dann können wir jetzt mit der passenden Behandlung beginnen. Das heißt, mein Mann wird wieder gesund? Mit einer Kombinationstherapie müsste er in ein paar Monaten wieder fit sein. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber wir müssen überprüfen, ob Sie sich bei ihm angesteckt haben. Dafür bräuchten wir eine Blutprobe von ihm. Dumm gelaufen. Ich musste dir helfen. Du kennst ja die Geschichte mit dem hippokratischen Eid. Hm? In der Entzugsklinik kannst du aber nicht die ganze Zeit meine Hand halten. Wir schaffen das schon. Die Ärzte sagen, du wirst wieder ganz gesund. Und du? Ist bei dir alles okay? Mein Immunsystem hat dem Erreger gut widerstanden. Mein Blutbild ist in Ordnung, ich bin gesund. Du? Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Dass ich nur im Luxus leben könnte. Ach, Coco. Ich war ungerecht. Ich wusste nicht, dass du so unzufrieden bist mit unserem Leben. Weißt du, ich hatte ja Zeit zum Nachdenken. Und dabei ist mir klar geworden, dass sich in den letzten Jahren immer alles nur um die Klinik gedreht hat. Wir hatten überhaupt keine Zeit zum Verschnaufen. Für uns.
Und jetzt? Was hältst du davon, wenn wir eine kleine Pause machen? Du willst die Klinik zumachen? Nein, nicht komplett. Wir machen den Laden einfach ein paar Monate im Jahr dicht und fahren stattdessen nach São Vicente in unser Armenhospital. Kommst du mit? Ich komme mit. Dass ihr auf die Lepra gekommen seid, das war fast genial. Dr. Brentano ist draufgekommen. Sie haben mich aber unterstützt. Na, wem darf ich denn nun den Lorbeerkranze aufsetzen? Ihm. Na, dann kommen Sie mal mit, Brentano. Vielleicht sind Sie ja in der Zusammenarbeit mit mir genauso bescheiden. Ich habe einen Leistenbruch im Angebot. Jo. Ihr Patient war nicht begeistert, dass die Laser-OP verschoben werden muss. Manchmal muss man Prioritäten setzen. Fabian? Er hat sich endlich entschieden, meine Hilfe anzunehmen. Wie haben Sie das geschafft? Ich war jedenfalls nicht so verständnisvoll, wie Sie sich das gewünscht hätten. Die Vorstellung, dass Sie Herz zeigen, hat ja auch was Beängstigendes. Eben. Ohne Sie wäre mein Sohn jetzt tot. Ich danke Ihnen von Herzen. Das müssen Sie nicht. Ich bin froh, dass Sie das Richtige getan haben. Mir liegt nämlich an Ihnen. Jetzt machen Sie mir aber Angst. Naja, Angst. Wir haben wir ja alle. Der Unterschied liegt nur in der Frage, wovor. Und bei Ihnen weiß ich es zufällig, also... Stellen wir uns der Post auf.